Heute spielen Ben und ich eine fresh neue Folge Minecraft Build Battle. Und werden wir was richtig Cooles machen. Und zwar, wir werden heute bauen. Einmal als Baby, dann als Erwachsener und dann als Opa. Da steht zwar Gott, aber Opas sind ja auch sehr weise, ne? Wie man weiß. Und Gott ist auch ein Opa. Und Ben ist natürlich auch dabei. Der ist natürlich auch ein Opa, wo wir schon mal dabei sind. Guck mal, beim Babybauen musste ich mich ja gar nicht verstellen, kann ich aber nochmal bauen. Ja, aber Ben, das hier ist meine Seite, das ist Territorium von Team Grün. Warum ist das wichtig? Ja, weiß ich nicht, Elida, was weiß das hier ist. Weiß ich auch nicht. Hier, ich habe was richtig Cooles vorbereitet. Hier seht ihr, das ist ein Baby Enderman. Richtig cute. Okay, wir stellen uns einen Timer. Ein Baby hat keine große Aufmerksamkeitsspanne. Deswegen gibt es nur 5 Minuten Zeit, ich würde sagen. Wie viele Babys kennst du denn? Viele. Persönlich. Persönlich, privat. Privat. Privat kenne ich, glaube ich, 0 Babys zurzeit. Wir werden ja auch schnell groß, ne? Okay, auf die Plätze, fertig, los, 5 Minuten laufen. Ab jetzt, let's go. Wir holen uns als erstes Erde. Das wird nämlich ein dreckiges Dreckspeck-Dreckhaus. Richtiges dreckisches Dreckmüll-Kackhaus. Ja, ja, wir sind ja Babys. Wir wissen ja gar nicht, wie wir unsere motorischen Fähigkeiten hier benutzen können. Ja, das steht schon mal. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist natürlich jetzt ein Heimspiel für Ben, weil der muss ja einfach nur hässlich bauen. Freust du dich, oder was? Ja, da freue ich mich. Da bin ich happy. Du wirst dich gleich noch nicht freuen. Leute, ich würde mich übrigens auch freuen über ein Like. Wenn ihr die Geschichte, das neue Buch, denkt an die Rückkehr des Enderdrachen auf Amazon erwerben würde, Link der Videobeschreibung. Ja, Link in der Videobeschreibung. Wir sind noch, also bei Amazon sind wir jetzt Top 200, haben wir jetzt gebrochen, ne, Verkaufscharts. Aha. Aber Top 10 ist da. Also eigentlich ist er Platz 1 das Ziel. Aber erstmal Top 10. Ja, wir müssen in Etappen. Genauso wie ich die 1 Million erreichen möchte. Also Leute, Like da lassen, Abo da lassen, Buch kaufen. Fertig. 3 Steps, Leute. Habt ihr eure Tagesaufgabe erledigt. So, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Das sieht alles sehr gut aus. Wir nehmen natürlich eine Stani-Noob-Tür. So, zack, dann nehmen wir Ich brauche ein Haus. Was baust du denn da gerade, Ben? Aus dem Boot, aus dem Baby. Kein Haus auf jeden Fall. Okay, dann bauen wir hier noch einen Weg. Den machen wir schön straight. Weil so bauen Noobs, so bauen Babys. Einfach ein straighter Weg. Das geht hier natürlich so nicht. So, ja, dann brauchen wir, das sollen ja Starter-Bases sein. Brauchen wir natürlich eine Werkbank. Eine Werkbank und einen Ofen brauchen wir dafür. Oh, das sieht hier aber hässlich aus. Oh, Mist. Das ist so mein Drang, das Haus hübscher machen zu wollen. So, und dann brauchen wir natürlich noch Pflanzen für das Ambiente. Ich hab, Lina, das Ding habe ich so gewonnen, ey. Echt? Das ist so hässlich geworden. Ja, du hast keine Chance. Ich habe safe gewonnen. Oh, ich mache aber auch noch Fensterscheiben rein. So muss das sein. Du bist ein bisschen ein Thema verfehlt, Lina, muss ich ehrlich sagen. Nein! Ich finde das nicht. Also. Mann, es ist zu gut. Es ist zu gut. Muss ich da gleich nochmal einen Rocket Launcher drauf werfen, damit es hässlich aussieht. So, ein Bett natürlich auch. Oh, ja, hier hin. Und eine Kiste. Okay, 2 Minuten haben wir noch Zeit. Das ist echt viel Zeit. Nee, das sieht nicht gut aus. Wie heißt denn das? Gibt es das hier schon in der... Oh, nee, das gibt es hier noch gar nicht. Wir sind ja in der 1.16.5. Ich habe gerade nach einer blühenden Azalee gesucht, Ben. Die gibt es hier noch nicht, Elina. Nee. Also ich sag ehrlich, ich würde da mit einem Tesla reingehen, dass ich das hier gewinne. Echt? Ja, ja. Warte, wir müssen Knochenmehl benutzen. Das machen doch richtige Noobs. Ist jetzt nicht die Zeit langsam auch schon mal rum? Nee, 1 Minute 40 noch. Echt? Ja. Bin fertig. For real, real. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Stani-Baum. Also brauchen wir dafür einen Setzling. Die bauen wir natürlich nicht selber. Zack. Oh Mann, für ein Baby ist das, glaube ich, viel zu gut, was ich fertig, hier gebaut habe. Ja, Ben, aber ich habe noch Zeit. 1 Minute 22. Autonoobenfahrt? Ja, nicht, ne? Was können wir denn noch machen? Was ist noch so ein richtig typischer Noobi-Noob? Noobi-Noobi. Boah, ich finde das echt nicht schlecht, was ich hier gemacht habe. Leute, wir verschönern so dieses das noch ein Ding ganz hier. Bisschen. Das ist auch immer so dieses Basic-Ding. Zack, 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 zack. Oh ja, Mashallah. Ui, guck mal. Wir brauchen noch einen Knopf. Ja, einen Knopf benutzt man doch immer zum Tür öffnen. Genau hier straight in die Mitte. Ja, nicht schlecht. Ben, bist du ready, Bob Daddy? Wir haben eigentlich noch... Erster Sieg wird eingetütet. Wir haben eigentlich noch 35 Sekunden, aber weil wir Babys sind, haben wir verkürzt. Also, ich komme... Nee, du kommst hierher. Komm hierher, Ben. Ich komme rüber. Da ist er, unser Gegner. Das ist viel zu gut. Mann, ich kann es nicht anders. Ich kann nicht schlecht bauen. Ja, wahrscheinlich ein Baby, oder?
Mann. So eine Base kann ja nicht mal ich bauen. Oh, nee, ja. Das war die Show, aber. Ja, komm mal rüber. Ich zeig dir mal, wie man das Thema richtig gehittet hat. Zeig mir. Show me. Guck mal hier. Das ist Baby. Oh mein Gott. Ja, das ist richtig gut. Guck mal, diese vielen Details. Wasser falsch geplaced. Baum abgebaut, aber Laub ist noch ja, da. Ja, richtig. Dann krass. Hier, ne, würde ich jetzt nicht weiter benennen. Dann diese Schilder mit so Kisten, auch ein Klassiker. Nicht hier anfassen. Tür falsch platziert. Ja, dann kommt nicht in die Base richtig rein. Klassiker. Das hier nur Laub abgebaut, Baum steht noch. Ja, ja. Das ist richtig gut geworden, Ben. Dann hier auch der Klassiker. Außenwand nicht beachtet, verkackt. Oh, warte, jetzt habe ich es aus der Sinn gelöscht. Hier war eine Werkbank. Mann, das ist richtig gut geworden, Ben. Der Baby. Ich habe die nächsten beiden Runden werde ich verlieren. Der Babypunkt geht an Benson. Naja, ich denke, Erwachsener könntest du vielleicht auch noch hinkriegen. Ja, weiß ich nicht, Elina. Du hast dich schon stark gebessert, muss ich sagen. Du hast dich schon stark gebessert. Okay, Erwachsener Enderman. Baby ist Geschichte, Erwachsener Enderman. Alright, alright, alright. Geben wir uns 5 Minuten. Wir geben uns ein bisschen länger Zeit. Ich würde sagen, wir stocken ein bisschen auf 8 Minuten. 8 ist eine schöne Zeit. 8? Ja, 8. Und wir legen los. Let's go. Okay, als erstes brauchen wir ein Fundament. Das ist ja jetzt schon so professional, sage ich mal. Hier ist, glaube ich, die Mitte. Dann so, zack, zack. Wir brauchen ein Fundament. Wir brauchen ein Fundament. So. Okay, dann brauchen wir Treppen jetzt. Bau jetzt erstmal so von vorne, um zu gucken, wie das hier wird. So. Und dann brauchen wir eine Stufe auch noch. Und zwar eine Cobblestone-Stufe. Ja, und dann machen wir das alles nochmal ein bisschen höher. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Und dann machen wir das auf der linken Seite nochmal und auf der anderen Seite eigentlich nochmal. Theoretisch könnte ich das auch mit World Edit machen. Ich bin ja jetzt ein Erwachsener. Ich weiß ja jetzt, wie man solche Modifikationen benutzt. Okay. Copy. Rotate. 180. Dann haben wir das um 180 Grad gedreht. So. Haha. Richtig stark. Aha. Aha. So. Und dann machen wir hier wieder eine Treppe hin und hier wieder eine Treppe hin. Und hier natürlich auch. Sehr, sehr souverän, Elina, hier. Ich glaube, das wird ein... Bin schon gut dabei, Ben. Das Fundament, das steht. Bin ja auch konzentriert dabei. Es wird komplizierter ja aber auch ein bisschen. Okay, dann brauchen wir jetzt... Nehmen wir das hier. Und das bauen wir ein Stückchen. Moment, haben wir hier entrinnter... Eichenstamm, haben wir den auch komplett voll? Ja, den will ich viel lieber, weil dann hat man diese hässlichen Ränder nicht. Die wollen wir ja nicht haben. Ich hoffe, ich verkacke das jetzt nicht, weil... Oh nein, scheiße. Naja, egal. Dann machen wir das so. Gar kein Problem, hat keiner gesehen. So und so. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich hoffe, das reicht wird doch aus. Schwieriger. Ja, ja, bei mir auch, du. Mann, das Fundament kriege ich immer richtig gut hin. Ich bin ein richtig krasser Fundamentbauer. Aber wenn es dann so um... Trockenbauer. Genau, wenn es dann so um andere Dinge des Lebens geht, da bin ich ein richtiger Versager. Nicht zu groß bauen, das wäre ein Fehler. Ja, ja, ich mache es auch ein bisschen muggelig klein. Muggelig. Muggelig. Muggi. Muggi. Ja, okay, das kaufen wir so. Das kaufen wir so ab. Und dann brauchen wir jetzt richtige Eichenstämme natürlich. Die klatschen wir hier hin und dahin. Ich glaube, wir brauchen noch mal eine Stufe. So eine vielleicht. Dann die vielleicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Eigentlich würde ich es viel lieber noch ein bisschen höher machen. Das würde viel besser aussehen. Dann mache ich das auch. Oh, scheiße, ich glaube, ich verkacke es gerade. Ben, ich glaube, ich verkacke. Oh, wird das ein 2-0? Ja, aber meins ist auch schwierig, sage ich dir das. Warte, wir kopieren das. Ich habe jetzt einen Ultraplan. Kopieren und einfügen. Ja, sauber. Wir haben noch 2 Minuten Zeit und jetzt muss ich das komplette Dach hier hinklatschen. Das Dach bin ich auch gerade dabei. Das wird jetzt ein Problem. Das wird jetzt ein Riesenproblem. Wir brauchen Steintreppen. Steintreppen, Steintreppen. Aber nicht die befallenen. Die brauchen wir hier. Zack, zack. So. Brauchen das. Brauchen das. Brauchen das. Das. So, okay. Und dann brauchen wir diese normalen Treppen hier auch noch. Ja, sauber. Oh ja. Elina, du schaffst es. Du schaffst es. Du kannst es schaffen. Aber du musst ja, es noch. Ich werde nicht fertig. Ich glaube, ich werde auch nicht fertig. Aber egal. Wir müssen einfach nur belieben. So, das müssen wir austauschen. Jetzt das hier noch irgendwie hin. Es sieht komplett kacke aus. So. Oha, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist gar nicht mal so.
Übel. Ich dachte, ich war kacki anders. Ja, ja, ja. Bei mir ist hier fragwürdig, Elina. Oh, ich brauche schnell eine Stufe. Ich brauche schnell eine Stufe. Wir haben noch eine Minute, genau. Boah. Hier und hier. Und wir hoffen jetzt einfach mal. Das ist hier die Mitte. Dann nehmen wir das hier und das hier. Und dann machen wir Copy. Und dann machen wir eine Drehung wieder um 180 Grad, also so. Und dann fügen wir das ein. Und dann habe ich das Dach. Ich habe das Dach sogar noch hinbekommen. Alter, krass. Machen wir hier eine Erhöhung. Oha. Ich bin fertig. Ich darf auch nichts mehr. Fertig würde ich das jetzt nicht nennen, aber... Ja, ich würde es auch nicht ganz fertig nennen, aber... In 7 Minuten ist das schon ein ziemlich krasses Haus. 8 Minuten. Entschuldigung, Leute, 8 Minuten waren es ja. Da fehlt was Entscheidendes, aber naja. Komm rüber, Ben, komm rüber. Bin unterwegs. Boah, das sieht schon gut aus, ey. Ja. Sieht schon sehr schick aus. Da sind ein paar bauliche Fehler sind da drin, offensichtlich. Aber immerhin habe ich einen Boden. Hier kann man drin wohnen. Bisschen Deko fehlt. Das hat Potenzial, würde ich sagen, das Haus hier. Das steht auch in der, so, wenn du das Haus kaufen willst. Haus mit Potenzial. Genau. AKA. Okay. Ja, meins ist schon fertig, aber sieht natürlich nicht so schick aus. Ja. Boah, das ist schwierig jetzt. Das ist schwierig. Boah, wer kriegt den Punkt? Wollen wir Ebru fragen? Weiß ich nicht, ob die unparteiisch ist. Ja, aber sie weiß ja nicht, was von wem ist. Ja, das sieht man. Ja, frag sie. Ich habe jetzt Ebru beide Bilder... Du zeigst aber auch nicht, dass dein Haus von innen leer ist. Deins hat Einrichtung? Ja, natürlich. Gibt's das auch von einer anderen Sicht, hat sie jetzt bei mir gefragt. Ja, noch von innen bitte zeigen, Aurelina. Scheiße. Er wird nur betrogen, ist ja unfassbar, wirklich. Jetzt muss ich ihr das schicken. Oh Mann. Kacke, ich muss ihr auch die Rückseite schicken. Oh, sie schreibt, oh, sie findet deins besser. Sie findet deins besser. Der Punkt geht an dich. Scheiße. Mann, ich habe das Haus wirklich, ich glaube, 3 Reihen zu groß gebracht. Boom. Bin ein absoluter Macher. Ah, chiller, man, chiller. Jetzt kommt... 2-0 und jetzt kommt die dritte Packung. Okay, okay. Wir geben uns 10 Minuten Zeit für das Gotthaus. Muss ich wirklich was auspacken, Alter? Was ganz Krankes muss ich jetzt auspacken. Auf die Plätze, fertig, los. Okay, wir arbeiten wieder mit entrindeter Eichenstamm. Das funktioniert, glaube ich, immer ganz gut. Wir machen ein modernes Haus, versuchen wir. Hey, du Klauer. Ja, ich bin kein Klauer. Du. So, okay. Dann bin ich der Klauer. Problem gelöst. Okay, dann machen wir das. Ja, wir bauen ein modernes Haus, Leute. Ganz wichtiger Tipp. Baut man immer so aus mehreren Bestandteilen. Es ist so, als würde man 2 Lego-Sachen aufeinander klatschen. Ungefähr so baut man. Ich weiß ja nicht, ob man jetzt Tipps geben sollte, wenn man 2-0 hinten liegt, Edina. Ben, du bist ziemlich frech. Soll ich dich bannen? Hallo. Soll ich dich für ein paar Minuten bannen? Klar kann ich dich bannen. Willst du mich denn bannen? Das ist doch nicht mein Server hier. Doch. Außerdem läuft diese Verbindung über mein Dings. Nein. Okay, mein Hackerhost. Dann banne ich dich halt nicht. Wollte ich eh nicht. Wir sind mit dem ersten schon fast fertig. Hier muss überall Glas zwischen. Dünne, schicke Glasscheiben müssen hier zwischen. Und zwar genau die hier. Okay, dann brauchen wir jetzt eine Hacke. Wir nehmen uns eine Netherite-Hacke für den Erfolg. Weil das macht einen Sound. So, dann müssen wir das hier jetzt alles schön fertig machen. Problem ist, hier ist kein Wasser. Naja, das wird schon. Wir holen uns mal Karotten, weil Karotten sehen schön aus. Nee, nicht Kartoffeln, Karotten. Karoschkas. Karoschkas. Heißt das wirklich so? Das hab ich mir ausgedacht, nö. Aber Kartoschka ist für Kartoffel. Weißt du, dass Molchow Milch heißt? Milch? Und Chleb heißt Brot. Oha, Ben ist hier Russisch-Profi. Ja, okay. Und jetzt haben wir hier ein richtig schönes Dach. Und Katjepesabut heißt, setzen Sie sich bitte. Also, das ist safe komplett falsch ausgesprochen, aber... What the heck, Ben? Woher weißt du sowas überhaupt? Frage ich mich gerade. Ja, ich bin Russe. Surprise! So, okay, dann machen wir hier. Sagen eine Prognose. Welche? Das Ding gewonnen. Du hast das Ding gewonnen. Ja, ja, ich hab's. Sagst gewonnen. Du. Bisher hatte ich ja auch recht mit der Aussage, Edina. Bin mir da nicht so sicher, Ben. Weiß ich nicht. Hier gibt's, mir fehlen hier wichtige Elemente, Edina. Mir fehlen ja auch wichtige Elemente. Zum Beispiel das Gewinn. Das fehlt gerade ein bisschen. Ja, Mann. Yeah. Yeah. Yeeha. Das sieht richtig gut aus, Alter. Bin zufrieden. So. Ich glaube, ich hab's ein bisschen schief gebaut. Nee, ist perfekt geworden. Boah, ich habe ein bisschen Angst, ey. Ohne Witz, dieses Battle, das geht gerade wirklich hier um Ehre. Das kannst du haben.
Auch privat, muss ich sagen. Okay, wie machen wir das hier? Das bauen wir einfach hier so zu. Dann, oh Gott, ich habe den Boden vergessen. Zack. Hier muss überall Boden hin. Da natürlich auch. Wir haben wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen anderen Boden. Nein, den hier. Perfekt. So. Oh, Kacke. Na egal, das sieht ja keiner. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch draußen ein bisschen Deko. Oh, nee, ey. Ich glaube, der wird auf keinen Fall. Ich finde es jetzt nicht so schlecht, aber es ist auch nicht gut, sage ich mal so. Dann machen wir auf schnelle Welle. Wir machen auf richtig schnelle Welle hier. Zack, okay. Hier vorne. So ein bisschen verwildert. So, ein bisschen mit Blümchen. Dann machen wir hier vorne noch ein bisschen Gras hin. Jawohl. Oh, no, no, no. Wir brauchen noch Stein. Nicht befallener. Hier, normaler Steinziegel brauchen wir. Es ist over. Die Zeit ist over. Nee, doch nicht. War ein Witz. Ich habe nur eine Nachricht bekommen. Lol. Ich wollte schon sagen. Scheiße. Ich brauche eigentlich, ich muss dringend eigentlich hier noch was fertig bauen. Aber das Ding ist, ich schaffe das nicht mehr. Von der Zeit her schaffe ich das nicht mehr. Büsche können wir auch noch hinmachen, wenn wir wollen. Schwarzeichenlaub, Tropenbaum. Oh nein. Boah, ey. Schwierige Meile. Eine ganz schwierige Meile, sage ich mal. Nicht fertig geworden. Ich auch nicht so wirklich. Boah, das hätte wirklich eins der schönsten, also das wäre, wenn ich jetzt wirklich noch so 10 Minütchen hatte, eins der schönsten Haus gewesen, was ich hier gebaut hätte. Echt? Ja, oha. Ja. Ups, komm rüber, Ben, komm rüber. Siehst du hier an. So, sagen sie mal. Aber das ist gar nicht modern, du hast geblufft. Das war so ein bisschen modern, so ein bisschen modern Holzhaus-Style. Du hast aber in ja auch nichts gemacht. Ja, außer das habe ich dann doch nicht geschafft. Nina, hier ist Erde oben. Ja, aber guck mal hier. Boah, Nina, ich glaube ehrlich, das ist ein Reinhold. Hat aber, guck mal hier von oben sieht das schon okay, hier von der Seite. Zeig mal. Ich habe ein Gründach einfach. Das heißt doch anders, oder? Oder heißt das nicht Gründach? Ja, das heißt Gründach, ja. Ist das nicht Ökodach oder so? Ja, Ökodach kann man auch sagen. Das ist mal eine leckere, was ist denn das für eine Karolle? Boah, Nina, also es ist schick. Es ist ja auch, man hat, es ist ja auch Zeit, ne? Klar, man kann das ja viel geiler bauen, wenn man na jetzt klar, ey. Aber komm mal rüber, Elina. Oha. Komm mal rüber. Wow. Schon krass. Das ist schon krass. Dieses Baubattle hat es hier niemals auf dieser Erde gegeben. Es hat niemals existiert. Ich überreiche dir feierlich den Oscar des Tages. Da ist sie. Da hast du ganz viele. Och Mann. Schade, Leute. Wir haben versagt. Ich glaube, ich muss mal einen ordentlichen Bildstream machen, wo ich die ganze Zeit nur baue, damit ich hier wieder reinkomme. Ich bin eingerastet. Mann. Eingerastet? Eingerostet, eingerastet, eingebaut. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Haut rein, Leute. Tschüssi. Ciao.